wenn sogar Edward Snowden gegen die Russen poltert und die haben den Whistleblower ja immerhin bei sich im Land aufgenommen, dann muss schon was im Busch sein. Auf Twitter selbst nennt Edward Snowden es das Big Brother-Gesetz und wird nicht müde, dagegen zu tweeten, was am 24. Juni von der Staatsduma bewilligt wurde. Das sogenannte Yarovaya-Paket, und mit dem kommt einiges auf Internet-Provider und User zu. Sämtliche Inhalte von Telefonaten, E-Mails oder Chats müssen 6 Monate gespeichert werden, Verbindungsdaten ganze 3 Jahre. Außerdem verpflichtet das Gesetz die Anbieter auch dazu, den Behörden Zugang zu verschlüsselten Nachrichten zu gewähren. Auch in Deutschland wurde die Vorratsdatenspeicherung 2015 wieder eingeführt. Hier wird allerdings in Anführungszeichen nur gespeichert, wer wann mit wem kommuniziert und nicht worüber. Sollten diese Einschränkungen in Datenschutz und Freiheit, die Russland plant, also kommen, dann wäre das weltweit einmalig. Und alles diene, so die Erklärung, dem Antiterrorkampf. Also mit Karacho in den Überwachungsstaat? Ich denke nicht, dass man danach wirklich noch ernsthaft von Freiheit reden kann. Man muss sich das so vorstellen, dass alles, was jemand mit Telekommunikationsmitteln macht, vollständig überwacht wird. Das heißt, ich muss immer davon ausgehen, bei allem, was ich über Telekommunikationsmittel sage, dass jemand mithört, dass jemand mitliest. 1984, die düstere Vision von George Orwells Roman. Ähnliche Assoziationen hat auch der russische Netzaktivist Andrei Soldatov. Ich denke, dieses Gesetz ist dafür gedacht, Menschen Angst zu machen und sie einzuschüchtern. Ihnen also die Botschaft zu senden, wir haben jeden unter Kontrolle und jeder kann ausspioniert werden und alle Daten gesichert werden. Es geht also darum, ein System der Einschüchterung zu etablieren. Die technische Umsetzung sollen die Provider und Mobilfunkanbieter allerdings selbst übernehmen. Das würde extrem teuer werden und natürlich bräuchte es auch extrem viele neue Server, um all die Daten zu speichern. Auch das hat übrigens schon ein kluger Mann in Russland angemerkt und es war nicht Wladimir Putin.